Da fangen wir an. Mit Duke is Master. Das habe ich gar nicht gesehen. Glückwunsch. Nice, Duke. Du hast mir doch erzählt, dass du jetzt Diamond 5 bist. Und jetzt Master. Geil. Ey, richtig stark. Finde ich cool. So. Genau, Duke spielt dann als erstes gegen Damane. Die kriege ich auch gleich noch weg, Tabu. Die kriege ich auch noch weg. DJ gegen Aki. Finde ich coole Charaktere auf jeden Fall. Ich spiele lieber gegen DJ als gegen Aki. Gegen DJ habe ich das jetzt ein bisschen gelernt. Aki ist immer noch... Weiß ich nicht, wie man es nennt. Okay, dieses Knie ist super eklig von DJ. Dieses Knie ist einfach eklig. Wenn ich auch weg soll hier aus dem Bild, müsst ihr was sagen. Ne? Ich kann das Match auch Frühbild machen. Oh mein Gott, ich habe auch noch tatsächlich noch was vergessen. Achtet nicht auf mich, spielt einfach weiter. Nee, bleib mal da, okay. Ich meinte nur, ne, wir haben auch die Möglichkeit. First to three würde ich erst in den Finals machen. GG 1-0 Duck. So war das. Ich bereite noch ganz kurz was vor. Bin sofort da. Stark. Du gehst jetzt ein weiter und Damane ist da unten. Ist das der schönste Turnierbaum, den wir hier gesehen haben? Ich glaube, ich kann hier auch Texte machen, oder nicht? Ja, hier. Das ist doch besser. Okay. Haben wir gelöst. Sieht schon besser aus, oder?
Genau. Nächstes Match. Pee-wee ist ja noch nicht da. Wir wissen auch nicht, ob sie es wirklich schafft. Ist dann tatsächlich schon Werwolf gegen Jeff Bezos. Aber jetzt bin ich zufrieden. Ich habe den Turnierbaum, ich habe den Counter. Jetzt können wir auch schön Turnier spielen. So, komm, Werwolf. Zeig Jeff, was Anfänger drauf haben. Sehr schön. Oh, weiter dran, weiter ran. Denk an einen Drive-Meter. Geil. Guck mal, der Counter funktioniert sogar. Oh, ich wollte gerade sagen, ist punishbar. Da musst du ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Boah, seine Griffe sitzen. Okay, dann Skipper gegen Ghost, würde ich sagen. Nicht entmutigen lassen, vollkommen richtig. Hab dein Warm-up, sehr schön. Finde ich gut. Ey, auch. Ein sehr guter Gedanke, Habu. Hast du recht. Ich wollte, wie gesagt, ja eigentlich auch nochmal mixen, den Turnierbaum, aber Challenge sagt ja nein. Aber ja, klar, könnte man machen. Sowas ähnliches hatte hier This Is Kind of Fun auch mal gemacht. Der hat alle Goldspieler spielen lassen und der Gewinner. Ne, und dann alle Platin-Spieler und die Gewinner dann alle zusammen und so. Stimmt. Können wir uns auf jeden Fall merken, ja. Ja, bei Pee-wee und Erza weiß ich jetzt noch nicht. Oh, ich höre nur Perry, Perry, Perry. Oh, guck mal. Schöne Runde, Ghost. Nee, aber so wie Habu sagt, die. Also wir haben ja hier irgendwie drei Anfänger.
Nimmt man noch einen vierten, der denkt, er wäre Anfänger? Das bin ich. Da muss man auch sagen, echt, Tikov hat auch mega viel Arbeit immer reingehauen, ne? Aber guck mal, Ghost, wie er sich macht. Alter, schöner Anti-Air. Hau Skibby weg. Nicht, dass ich gegen Skibber bin. Aber ich bin hauptsächlich für den Underdog. Noch alles gut, noch alles gut. Er war ein bisschen übereifrig. Er war im Jump. Nein. Schade. Ey, aber schöne Runde. Einfach mal an seinen Haaren gepackt und zwischen die Beine gesteckt. Das klang ein bisschen falsch, aber so war es. Machen wir was anderes, aber schön. Moin, Chris Delicious. Ja, genau, jetzt ganz ruhig, Ghost, ganz ruhig. Lass dich nicht von Skipper. Du darfst nicht das machen, was er möchte. Du musst genau das Gegenteil tun. Allerdings kenne ich die Runden gegen Skipper. Ich habe viel zu viel gegen seinen Geil gespielt. Ja, aber wenn... Guck mal, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so viele auch sind, ne? Wenn das natürlich, also, oh shit, ey. Ey, wir können sowas auch ruhig gerne öfter machen. GG, ey, Ghost, schönes Match. Schönes Match. Der fantastische Turnierbaum. Ich find's, es sieht gar nicht so schlecht aus. Oder? Und jetzt ist ja das Geile so, jetzt kann man auch sagen, hier, Ghost, das Match hat er gut gemacht, dafür kriegt er hier so ein rotes Ausrufezeichen. Ist bei Challenge nicht möglich, aber Ains macht es möglich. Broland gegen Alex Maganda. So, dann good luck, have fun. Das Original. Gülle wins. Mit dem Airbrush die Namen schreiben. Ja, würde auch hier passen, ne? Also, wenn Kimberly gewinnt, dann nehme ich den Airbrush. Einfach nur wegen der Spraydose auf jeden Fall. Ja, und Habu... Wir wollten ja eigentlich vorher Tekken spielen. Ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich aussieht. Wir können nach dem Turnier vielleicht auch nochmal so ein spontanes First to Ten machen oder sowas bei Tekken. Ich hätte auf jeden Fall noch Bock. Gerne, sehr schön. So, jetzt wollen wir natürlich, dass Kimberly gewinnt. Einfach nur wegen diesem Airbrush. Habe ich das hier überhaupt? Dann mal Pinsel. Die habe ich wirklich. Die kriegt dann auf jeden Fall so ein Next auf jeden Fall dahin. Oh ja, schönes CA-Kombo. Na, CA war es ja nicht, sondern das ist ja erst bei wenig Energie. Na, kommt geil noch raus, ja. Jetzt ein Comeback.
alles drin. Wow. Der Sprung war mutig. Nice. Hat sich Kimberly geholt. Hat er schön geblockt. Ah, Werwolf, du spielst doch auch Elden Ring. Wie das. Wie sagt man, der Ehrgeiz, weißt du? Man muss sich festbeißen und dranbleiben. Was, ich weiß nicht, was ich dir sonst raten sollte. Wir haben. Guck mal, ich habe in diesem Spiel über 200 Stunden drin. Und die Teile davor raufgerechnet. Oh mein Gott. Jetzt auch im Burnout. Guckt ihr das an? Wenn der erstmal im Flow ist, ne? Nice, ey. GG, ey. Wie viel Tekken in letzter Zeit? Kenn ich. Habu gegen Skipper oder Ryuji gegen... Nee, wir fangen oben an. Ryuji gegen Doak. Aber, guck mal. Paint ist doch fantastisch, oder? So, let's go. Ich finde den Titel von Ryuji immer noch so geil. Den hat er auch beim letzten Turnier. Arbeitslos und unbesiegbar. Zu geil. Bam. Erste Runde für Ryuji. Ja, 2 Siege, genau. Bei den Finals würde ich dann 3 Siege machen. Werwolf, du darfst eigentlich nie aufhören, in irgendeine Richtung zu drücken. Du kommst ja auch eher von Mortal Kombat und bei Mortal Kombat gibt es halt auch oft, dass man ja einfach nur steht und die Blocktaste drückt. Das gibt's halt nicht. Bisschen laggy, oder? Ja, stimmt, der Parry. Still stehen bleiben, um zu blocken, nee, eben nicht. Das ist ja bei Mortal Kombat so. Wenn du die Blocktaste drückst, bist du ja unbeweglich. Ja.
Ja. Boah, jetzt hat aber Doke hier ganz schön auf die Kacke gehauen. Nach hinten drücken, Werwolf. So wie bei eigentlich nicht jedem anderen Fighting Game. Ja, dann musst du auch noch gucken, ob das jetzt ein Overhead ist oder ob es ein Untentreffer ist. Nee, das stockt ganz schön, ja. Komisch, ja. Guck mal bei mir noch extra so, aber nee, ich übertrage auch mit 60 FPS. Ja, oder direkt Drive Impact. Statt blocken. Oh, siehst du? Er blockt nicht. Okay, krass. Dann Habu gegen Skipper. Nochmal, Habu, dein Name ist fantastisch, ne? Habu kennen, Alter. Wer sich das ausgedacht hat, einfach mal 200er IQ. So, komm, Habu, zeig ihn jetzt mal was. Wie nennst du dich immer? Die russische Prinzessin? Warum leuchtest du eigentlich so gold? Was ist das denn? Das war mutig, Haru. Bei geil. Oh, da hatte ich in diesen Wirbel reingeschlagen. Schöner Versuch. Oh mein Gott. Stark, aber. Starke Runde. Das erklärst du mir aber gleich nochmal, warum dein Zangief so goldig ist. Oh, ein schöner Drive Impact. Oh, perfekt Parry in dem Moment. Stark. Ja, du darfst dich von Skipper nicht so locken lassen. Ist mit Zangief natürlich auch schwer, ne? Du willst natürlich ran und Geil will dich natürlich wegdrängen, so, das ist... Ja, ich kenne die Runden mit Skipper tatsächlich. Das sieht bei mir auch nicht anders aus. Ja. Da hat er dich jetzt genauso gehabt, wie er dich wollte. Oh, schöner Grab. Den liebe ich tatsächlich. Oh, noch ein Grab hinterher.
Oh ja, nicht mehr springen. Jawohl! Nein, der ist geflogen. Dann am besten diese Hand und den Dreher hier. Lariat. Schön wär's gewesen. Schön wär's gewesen. Abu, starke Runde. Skipper, GG. Alex Maganda und ich dann, bitte. Good luck, have fun. Scheiße, Edward. Ich dachte, ich habe geblockt. Oh, schöne Combo. Und dann der Overhead. Ich wollte meinen Level 3er noch nicht einsetzen. Wieder gierig. Oh, Scheiße! Oh, ho, 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 ho. Ey, diese blöden Fehler. Ich dachte, dein Sprung ist nicht safe. Ey, aber geiles Match. Geiles Match bisher. Hey. Komm auf diesen Flummi nicht klar, Mann.
Alter, was wäre das für ein Comeback? Scheiße! Nicht unruhig werden. No! No! Ich sag doch... Ey, aber was für eine geile Kombo, Alex. Ja, wie du fast perfekt hattest. Oh, hör aus. Deswegen auch der traurige Smiley jetzt bei mir hier. Ja, würde ich sagen, Loser Bracket startet sonst. Wie gesagt, ich bin jetzt auch in Loser Bracket. Die Matches werden sowieso gezeigt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich kann auch ein bisschen Marisa spielen. Vielleicht hätte ich die wählen sollen gegen Kimberly. Oh, mutiger Drive Impact, aber hat sich gelohnt. Mit der kannst du mich jagen. Ja, hättest du mir das mal vorher gesagt. Loser Bracket war jetzt Habu Roland, Doug Werwolf und ich und Damane. Oh, schöne Rio-Kombo. Irgendso. So wenig Gladius, sagst du? Ah, leider kein CA, dann sehen wir das Herz nicht auf Rios Gesicht. Oh! Nee, genau. Also auch wenn man jetzt noch irgendwie gerade casual irgendwie was gezockt hat, dann eben danach, ne? Das ist jetzt hier... Alles locker, easy. Ey, aber ein schönes Match. Er geht hier schön in die Final Round. Ah, Ryu spielt gerade... Oh mein Gott. Ja. Marisa im Burnout. Ich drücke immer nur Punkte für rechts. Irgendwie gewinnt immer der rechts ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier vor dem Turnier noch gegen eine Chun-Li geübt. Unfreiwillig. Wäre gut gekommen. Aber naja. Doug hat gewonnen. Aber war ein schönes Match, Werwolf. Geh davon aus. Er hat eine Runde gewonnen, also. Sehr schön. Nee, Ghost war schon eine Runde weiter. Ghost ist jetzt gegen Doe. Ich kann den Baum auch gleich nochmal anzeigen. Ach so, sorry, Ghost. Roland hat 2-0 gewonnen. Ja, GG. Schade, Habu. Aber du hast deine Chance gleich nochmal bei Tekken. Oh, holt sich das hier Jeff Bezos das 1-1? Jawohl! Endlich kann ich mal links eine Zahl drücken. Nice!
Ja, aber das üben wir. Im nächsten Stream mache ich hier mal so ein bisschen Tutorial. Aber alles gut. Man kann natürlich noch drinnen bleiben, auch um ein bisschen casual zu gamen oder so. Na, okay, Werwolf, schade. Oh, wie er noch im letzten Moment darauf reagiert. Auf jeden Fall. Ey, ohne Witz, Lucario hat, kam als kompletter Anfänger bei uns rein. Oder bei mir rein. Und da wollte Vega spielen. Und ich hab ihn dann. Denkst du, ich komm nochmal auf den Namen? Oh mein Gott. Warte, was passiert jetzt hier? Oh, das ist ein Drop! Oh mein Gott! Final Round! Ich bin so schlecht, ich komme auf den Namen nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn dann auch jemanden vorgestellt, der auch Vega spielt. Zack, Lucario nach ein paar Wochen Goldspieler. Und ich glaube dann sogar noch bis Platin hoch, oder? Ich glaube ja. Spawn, ja. Ja. Danke, Skipper. Der Drop, Alter. Ich brauche ein komplettes Coaching für dieses Game, was so 2 Wochen dauert. Ja, aber nach den 2 Wochen bist du dann drin. So. Wer holt sich das Match jetzt? Es steht 1-1 und 1-1. Oh, Alter, Jeff Bezos. Dank des Drops. Noch das komplette Match geholt. Nice, ey. Wirklich nice. So sieht nämlich jetzt aus. Ghost und Doke können auch schon gegeneinander spielen. Tun sie auch schon, sorry. Und als nächstes dann Skipper gegen Alex Maganda, genau. Und dann würde ich mein Match machen. Das Match war gerade richtig geil, ja. Gefiel mir richtig gut. Gegen Ghost. Ghost 2000. Oh, schön reagiert, Skipper. Shooty. Lucky aber wegen Drop von Rio, ja. Sonst hätte sich das Rio tatsächlich geholt. Das ist halt auch echt. Oh, ich kenne das auch zu gut, leider. Ist ja nicht so, dass ich nichts verhaue, ne? Verhaue auch mein Level 3er oft genug. Nee, stimmt schon, Habu. Also deswegen sind Fighting Games ja auch meistens wirklich so Nischenspiele eben, ne? Was ich auch nicht verstehe. Bei mir machen sie halt einfach Megapun. Ja, aber die Zugänglichkeit ist schon mal der erste Schritt. Oh, zweimal danach. Ey,
Ey, Werwolf, wir wollten sowieso öfters mal zusammenspielen. Lass uns mal eine Session zusammen machen. Glaub mir mal, in einer Stunde hast du schon Fortschritte gemacht. Ja, der Konter musste sein. Der musste sein. Der Flashkick war etwas zu mutig von Skipper. Ich habe auch gehört, Dan Scorpion möchte auch gerne Street Fighter lernen. Da habe ich auch Bock drauf. Du, aber Werwolf, dafür sind auch jetzt hier so diese Community-Turniere auch da. Damit man ja vielleicht auch ein bisschen was mitnimmt und ein bisschen was lernt und vielleicht besser wird, weißt du? Ich werde auch noch 50 Mal auf den Kopf kriegen, aber solange ich was mitnehme und Spaß hatte. Oh! Die haben einfach nochmal einen Perfect Parry rausgelöst. Ja, stark, ey. Du bist zu groß, ja. Diese 6 mm. Don't win, GG. Nee, Werwolf, eine Stunde mit mir sind 50 Tage. Unlucky, ja. Das tut mir auch leid. Abelbox, wie geht's eigentlich jetzt? Hattest du jetzt das deine Augen-OP? Ist das alles gut verlaufen? Oh, Skipper! Stark! Lieg im Krankenhaus. Find ich ja nice, dass du dann mal den Stream laufen lässt. Nee, dann auf jeden Fall, ja, hoffentlich, läuft alles gut, ja. Gute Besserung dann. Oh! Moin, Yoshi! Starke Kombo wieder. Ja, wir spielen hier ein bisschen Street Fighter Turnier. Viel besser als beim ersten Mal. Nice. Das lief viel besser. Der Clip hat auch so Gold. Oh Gott. Ey, mein Anti-Air.
Kann nicht wahr sein. Meine Güte! Ey, da war aber auch mehr Glück als Verstand, was hier gerade ablief. Meine Güte! Alter! Atomic Force, ey! Shit! Der hat mich gerade zerstört! Ich verhau meine Anti-Airs alle! Wichtig! Eine Runde, die man sogar riecht. Das Geräusch kam gar nicht vom Stream. Oh, GG! Schönes Match. Machen wir einfach direkt weiter. Weil danach gehen wir in die Finals über. Nein, das schreien wir auch direkt an. Direkt ins Ohr, wirklich, das war auch sau laut hier. Ach, scheiße. Ja, Abu, das müssen wir nicht, das müssen wir nicht mehr freitreten. Wir machen euer Match gleich weiter. Merkt euch, wo ihr wart. Chun-Li wollte gerade einen Spagat machen. Schöner Griff. Thank you.
Mann! Meine Anti-S kommt so langsam heraus. Nice. Nein! Oh mein Gott, ich fange die Kombo da einfach in der Ecke. Achso, aber macht euer Match jetzt nicht einfach so bitte weiter. Ich würde das gerne sehen. Weil das auch noch Winner Final ist. Außer ihr seid jetzt schon dabei, dann. Die Shoryukens wird's heute bei mir nicht. Die kommen bei mir so langsam. Da springt er einfach nochmal. Oh, aber ein schönes Match, Ryuji. Fand ich bis jetzt sehr geil. Jo, ich stehe einfach 6 Meter weg. Dieser Doppelsprung, ne? Ah, Burnout, darf ich nicht blocken. Ich war so drauf fixiert, dass du da gleich nochmal diesen Sprung machst. Das spielt sich alles nur beim Kopf ab. Oh Mann! Oh, GG. Richtig schön, ey. Richtig, richtig schön. Nächstes Mal dann. Ryuji, nächstes Mal. So, ihr seht jetzt schon, wie wunderschön ich das gestaltet habe. Wir gehen weiter zum Winner Final. Genau, Kollegen haben sich schon positioniert. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Alex hatte 1-0 geführt, oder? Bisher zu wenig Turniere, ja.
Wir müssen es ändern, auf jeden Fall. Ich muss mir auch die Zeit mehr nehmen. Ryuji Skipper, ihr könnt ruhig jetzt schon spielen. Vielleicht haben wir Glück und das geht so schön über in das Loser Final. Ja, dir auch, Yoshi. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Dir auch einen schönen Abend. Oder eine gute Nacht. Und Ghost, dir auch nochmal danke für den für das Abo, ne? Echt vielen Dank. Auch vorhin wegen den Bits. Auch nochmal dafür danke, ne? Ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil ich hier irgendwie 1000 Sachen gleichzeitig mache. So. Genau, ich hoffe, dass es gibt keine weitere Unterbrechung. Wir können das Winner Final schön genießen. Die kleinen Leute, Dankeschön. Alter, Alex marschiert hier durch. Aber was wird Jeff machen jetzt? Wird er sich einen anderen Charakter picken oder? Nee, okay. So gewinnt Skipper immer. Obwohl das geil gegen Rio, das würde ich mir eigentlich auch gerne angucken. Oh ja, doch, Stun. Da sieht man das, wie sehr Flummi Kim ist. Also wirklich, entweder war ihr Vater oder ihre Mutter ein Flummi, wirklich. Halb Ninja, halb Flummi, irgendwie so. Splatoon, moin! Schön, dass du da bist. In der Stunde habe ich Fragen. Ich kann nur das sagen, was ich sehe. Und ich sehe da Flummi. Oh, schön, ey. Schön den Griff ins Leere gehen lassen. Ja, Splatoon, dein Dalsim hätte man hier auch gerne gesehen. Na, weiß man nicht. Sieht man Dalsim wirklich gerne? Dann musst du sonntags machen, arbeite Samstag. Stimmt, da war was. Da war was. Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Dein Sinn, nee, danke, ja. Ja, und das Ding ist auch noch, Splatoon spielt auch noch einen guten Dalsim. Oh, Final Round. Entweder holt sich Alex jetzt das Winner Final oder... Jeff kommt hier zurück. Ja, zwei Alpha. Ist nicht so schlimm, sagt Abelboxe. Ja? GG, wirklich. Ja, ihr seht nichts. Ich hab's auch zu spät gesehen, dass ich das Ding noch davor hab. Jeff Bezos gegen Skipper. Ist unten abgeschnitten.
Phantom Harden ist toll, weil er gut gespielt hat. Das war wegen der Spraydose. Ja, ja, Ryuji. Auch wenn wir heute ein paar Internetprobleme hatten. Danke, dass du mitgemacht hast und geile Matches. Auch unser Match hat mir sehr gut gefallen. Highlight des Matchup für Kimberly. Er holt nicht geil, auch schon den ersten von drei. Und mit dem Slide da runter, okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja schwer darauf zu reagieren ist einfach, ne? Ja, und rüberspringen sowieso. Vergiss es. Das hat Skipper auch raus. Der lädt die ganze Zeit sein Anti-Air auf. Ja, aber ich werde mal gucken, wie oft ich jetzt hier so eine Turniere irgendwie veranstalten kann. Ich sag dann aber auf jeden Fall immer Bescheid, ne? Vielleicht dann auch diesmal mit funktionierender Seite und so. Das wäre schon geil. Ja, zurzeit spiele ich viel Mario 64 und versuche das ein bisschen zu speedrunnen. Street Fighter 5 Revival Turnier. Ja, why not? Ja, da muss ich auch einfach wieder reinkommen. Die Idee fand ich gar nicht so schlecht von Habu, der wollte. Und wir machen aber vorher nochmal eine Übungssession. Boah, Digga, geil. Ja, Alex, gegen den Gewinner wirst du dann spielen, ne? Das zweite Match von drei. Nee, Werwolf, Mortal Kombat ist bei mir unten durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gefällt mir vieles nicht. Wenn Crossplay rauskommt, werde ich auf jeden Fall mal mit dir und auch Kane eine Runde zocken. Das auf jeden Fall. Aber da irgendwie mehr Zeit zu investieren, sehe ich nicht. Ja. Ich finde, da macht vieles so wenig Sinn, aber ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, wenn Crossplay da ist, Werwolf, können wir mal so ein Turm starten hier, weißt du? Mit Kane und Jazz und dir und so. Das sehe ich auf jeden Fall. Gehen wir alle in Discord, belabern uns und so. Das auf jeden Fall. Aber ich finde da vieles echt ganz komische Entscheidungen.
Und das mit dem Crossplay, das wirkt genauso wie bei 11 schon. Tekken wäre auch noch ein Game, was ich spielen würde. Tekken ist echt gut geworden, Alex. Tekken macht echt Spaß. Nach dem Turnier werde ich mit Habu ein bisschen Tekken zocken. Alter Skipper! Holt sich hier einfach 3-0! Was geht ab, Alter? Skipper will zünden. GG. Aber Mortal Kombat, da kann ich wenigstens abgehen, weil Street Fighter und Tekken ist zu kompliziert. Ja, da, ja. Reinkommen, Werwolf, reinkommen. So, mal gucken, ob ich jetzt hier schon eine Runde verpasst habe. Nee, okay. Eine Runde für Alex. Tekken ist absolut Liebe. GG ist Brutality. Jetzt muss ich gegen die Blonde spielen. Achso, gegen die Blonde spielen. Mir fällt was auf. Ich spiele in Tekken Alisa. Die ist Russin. Ich sehe da. Ah, auch eine russische Prinzessin. Alles Übungssache, sehe ich auch so. Tekken 8 ist eine Bombe. Objektiv, das ist der beste Release der Chiefs. Skipper darf nichts mehr gewinnen. Was? Na komm, Reset wollen wir noch sehen, oder? Boah, der Bangerman ist weg! Und leider ist Skipper Burnout! Und Level 3er, ne? Jawohl. Das ist doch das erste Match für Alex. Allein die Siegesserie da oben bei Alex. Da sieht man doch, wie er hier durchgerusht ist. Ich werde mir auf jeden Fall hier in der Wiederholung auch nochmal mein Match gegen Ryuji angucken. Und gucken, was ich da alles falsch gemacht habe. Ich fand das Match richtig geil. Ich hatte richtig Herzklopfen und so. Das war richtig. Ich wollte das Match echt holen. Ja, der ist punchbar. Okay. Ja, stimmt auch, Abelboxer, ne? Man kommt da gar nicht hin, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich mit Ryo angefangen habe. Alles losen, ja. Aber das war auch so komisch. Ich habe zum Beispiel JP mal genommen, diese Bewertungsmatche da gemacht. Und ich wurde gleich bei Diamond 1 eingestuft. Obwohl ich nichts konnte. Und dann verlierst du, bis ich dann irgendwie... Ja, bei Platin 3 war oder irgendwie so. Mittlerweile dann bei Platin 5 oder so. Also. Ich verstehe das System dahinter, aber das ist nicht so ganz geil.
Ich schon in Streams. Ich wollte gerade sagen, also die Idee dahinter finde ich schon nicht verkehrt. Oh, warte, warte. Ja, Burnout. Da holt sich Skipper das seinen ersten Punkt im Grand Final. Nice. Nee, aber Werwolf, es geht ja darum, dass man nämlich die guten Spieler von den Bronzespielern abwendet. Damit die eben nicht sich aufgeilen können. Siehe nämlich Mortal Kombat. Da fängt es immer wieder von vorne an. Und dann fängst du an zu spielen und spielst gar gegen irgendwelche übertriebenen Elder Gods. Hast null Lust mehr weiterzuspielen. Weiß ich nicht. Naja, Werwolf, du fängst bei Bronze an, wenn du auch Bronze bist, so, weißt du? Also, klar, man kann das auch alles faken und sowas. Dann ist der Sinn dahinter natürlich auch nicht da. Ja, Charaktere. Aber da kommen ja noch welche, Haru. Da werden ja immer welche dazukommen. Boah. Ich hab's schon gesehen, im Burnout. Oh. Ja, meinte ich ja gerade, das ist ja nicht Sinn der Sache. So, Alex könnte jetzt sich das, den Turnierpunkt holen. Skipper hat aber auch schon einen Punkt, ne? Also, Konzentration und rein da. Oh, das reicht nicht ganz, ne? Doch, das reicht! Ja, Kombos sind nur ein Teil. Guck mal, was er da gerade gemacht hat. Splatoon, da hast du recht. Ja, wichtig ist echt, dass du hier sowas schön anti-airs reagierst. Alter, und Skipper holt sich seinen zweiten.
SBMM? Was meinst du damit, Habu? Skill-based Matchmaking. Ah, okay. Die Abkürzung, so habe ich noch nie gehört. Punkt. Boah, Skipper dreht auf! Sehe ich auch so, Scorpion. Ich habe das lange mitgemacht, habe mir das angeguckt und kam dann zu dem Schluss, dass ich scheiße finde. Was passiert jetzt? Oh! Skipper! Reset! Stark, ey. Richtig stark, wirklich. GG! GG, Alter. Hammergeiles Match. Wir gehen ins Grand Final 2 über. Hammer! Haltung annehmen, ja! Unbedingt, ey! Unbedingt! Hessen Crash? Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Hätte ich Bock auf jeden Fall. Pfingsten ist auch in Hamburg wieder das Bärnackel Altona. Muss ich auch mal schauen. Ich hoffe, dass ich da irgendwie komplett frei bekomme. Ah! Wie? Das hätte doch Alex punishen können, oder? Werwolf, ich kann es dir nur anbieten, dass wir einfach mal zusammen für ein, zwei Stunden einfach mal zusammen zocken, im Discord ein bisschen plaudern und du dann deine Fragen auch alle loswerden kannst, weißt du? Dass du es dann vielleicht ein bisschen mehr verstehst und dann auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß hast. Ja, wenn du nicht willst, dann nicht, klar. Kannst du nur anbieten. Ich mach sowas gern. Ganz kalt wäre ich dann nicht mehr beim Hessen Crash, glaube ich dir. Aber Boxe, was würdest du sagen, wenn Beißen angekündigt wird für Street Fighter 6? Süß mal, dass sie Fahrrad fahren, das verlernt man nie. Oh, ich glaube, du wolltest Drive Impact drücken, oder?
Skipper behält da echt die Ruhe, ne? Ey, nach so vielen Matchen ist er immer noch drin. Stark, ey, wirklich stark. Und Alex ist vorher so durchgerusht durch das Turnier. Ist ja nicht so, dass er jetzt schlecht spielt oder irgendwie so, ne? Ja, die Ecke. Wenn Kim dich in der Ecke hat. Ja. Ah, okay. Hat's halt gepasst. Ja, okay, verstehe ich. Abelboxe, verstehe ich. Einen anderen Main gehabt. Ah, das ist aber auch cool. Das mag ich auch, ja. Er ist bei mir im Discord. Ach du Scheiße. Das finde ich ja spannend. Wenn er abgeht, dann richtig. Nice. Ui, und da ist er zurück, der Alex. 1-1. Wo ist denn die andere 1? Das ist da so weit hinter, dass ich die 1 gerade nicht gesehen habe. Aber die ist da, okay. Man hätte die Farbe auch ändern können, ne? Ich trottel. Das fällt mir natürlich jetzt im letzten Match ein, auf. So sieht man die auch ein bisschen besser. Das ist eigentlich ein ganz geiles Tool, das habe ich auch von Dope bekommen. Und es funktioniert fantastisch. Das ist schon ein bisschen her, dass er mir das gegeben hat. Aber ich habe seitdem keine Turniere mehr gemacht. Oh, er hat dich wieder in der Ecke. Aber Skipper scheiß drauf und holt sich den zweiten Punkt. Ja, genau, Scorpio. Habe ich vorhin auch schon gesagt. Eigentlich ist es normal, wie man bei Street Fighter blockt. Mortal Kombat ist da eher der Einzelfall. Bei DNF Duel kannst du beides machen. Mit Taste blocken und per Richtungstaste. Wollten, glaube ich, das Spiel damit auch zugänglicher machen. Ja, stimmt schon, Ghost. Stimmt schon. Ich hab gesagt im Discord. Zwei Gedanken, ein Dummer. Nee, andersrum. Skipper dreht richtig ab, ja. Ein kleiner Low Punch, da ist er. Ich kenne nur DNF Duel und Mortal Kombat. Sonst kenne ich eigentlich keine Fighting Games mit Blocktaste. Wieder bei DNF Duel kannst du sogar beides machen, ne? Also.
Oh, Alter. Zwei. Smash. Okay, aber Smash ist auch nicht eine ein reguläres Fighting Game. Ja, es ist dasselbe Genre. Ja, Werwolf, das sind doch keine Fighting Games. Stimmt, und auch Dead or Alive, oder? Sehr gut, Ghost. Das Beach Game. Das sind doch keine Fighting Games, genau. Kontertaste, stimmt, Abelboxe. Stimmt, so war das. Eine Greiftaste, eine Kontertaste, eine Punch, eine Kicktaste. Stimmt. So, Skipper hat Turnierpunkt. Was sagt Alex dazu? Wenn das jetzt noch in die Final Round geht, ne? Alter. Final Round! Ja, irgendwie die Farbe ist auch noch nicht so ganz gut, ne? So, was ist jetzt hier los? Was sagt die finale Runde? Schon nicht mehr zuschauen. Jippa, Alter. Aber auch Alex Maganda, Alter. GG! Ihr habt so gut gespielt. Wirklich, ihr habt so gut gespielt. Alter Falter. Fatality. Skipper ist der Sieger. Deswegen ist er da in dem wunderbaren Herz drinne. Ich weiß nicht, wie ich es sonst darstellen sollte. Dachte, ich mach das mal kurz. Nix da. Ey, super geil, ey, wirklich. Super geil. Soll ich dir das schicken, ja? Ich speichere das mal ab.